Mad-Eye, was machst du da? Hä, warum trägst du ein Fell? Und was hast du mit dem Schwert vor? Du hast gesagt, wir machen einen Conan-Podcast. Eigentlich sagte ich Detektiv Conan, nicht Conan der Barbar. Oh, ja dann. Wie das fließende Wasser keine Form hat, obwohl eigentlich ja doch, und der Wind unsichtbar ist, können auch Logiklöcher nicht immer auf den ersten Blick erkannt werden. Obwohl wir mit Sailor Moon fertig sind, haben wir den scharfen Verstand zweier durchgeknallter Anime-Reviewer behalten. Es gibt mindestens einmal Bullshit und wir finden ihn. Man nennt uns die Detective. Girls! Na klar, wieso nicht? Ich heiße Chinichi Kudo. Von einer kriminellen Organisation wurde mir ein geheimnisvolles Gift eingeflößt, das mich geschrumpft hat. So wurde ich zu Conan Idogawa, einem Grundschüler. Trotzdem habe ich den scharfen Verstand eines 17-Jährigen behalten. Wenn es um die Aufklärung von Kriminalfällen geht, mache ich jedem Erwachsenen was vor. Hallo liebe Cats und herzlich willkommen zum Detektiv Conan Podcast, beziehungsweise der offizielle Titel ist der Podcast mit dem Krimispinner. Trademark. Trademark. Ja, und wir sind die schlafende Cat und Inspektor Mad-Eye. Also ihr seht schon, dass die versammelte Kompetenz. Ja, total. Und ich sag schon mal, keine Sorge, wir machen nicht alle 1000 Folgen von Conan, aber dazu gleich mehr. Ich sollte vielleicht erstmal ganz kurz erwähnen, was Detektiv Conan ist, falls es irgendwer noch nicht kennt oder nicht viel darüber weiß. Schreibt's mal in die Kommentare, ob ihr das nicht kennt. Ich bin neugierig. Also es ist ja eine sehr bekannte Serie. Und zwar ist das ursprünglich ein Manga von Gosho Aoyama von 94. Der Anime kam 2 Jahre später, also 96. Und wie schon erwähnt, hat das Ganze sehr viele Folgen, nämlich mittlerweile über 1000 und über 100 Manga-Bände. Der Originaltitel ist Meitante Conan, also Meisterdetektiv Conan eigentlich. Und naja, das ist ein sehr bekannter Shonen-Anime über einen kleingeschrumpften Detektiv, aber wir machen ja heute sowieso Folge 1 und 2, dann werdet ihr auch gleich den Anfang mitkriegen und alles Nötige. Was hattest du vorhin nachgeguckt? Wie viele Fälle sind es? Irgendwie 320 oder so, zumindest hat das die eine Seite gesagt. Okay, 320 Fälle, von denen sagen wir mal vielleicht 10% Flashbacks sind. Ja. Und nochmal 10% vielleicht keine Morde. Die ganze Handlung spielt sich angeblich in einem halben Jahr ab. Ja, das hat der Autor angeblich mal gesagt, aber ich glaube das keine Sekunde. Das ist der totale Blödsinn. Da fängt schon der Bullshit an, Leute. Ja, da sind wir Also, ja schon ja. fertig, da habe ich ja nicht mehr viel zu tun. Ach ja, Alternativtitel des Podcasts: Legend of the Angelschnur. Was jetzt insbesondere bei dieser Folge noch nicht so richtig Sinn macht, aber obwohl ja eigentlich doch, Maybe. ne? Also, ja, dass halt irgendwelche Mordfälle mit einer Angelschnur passieren, ist sehr oft. Das ist so ein Running Gag irgendwie. Generell gibt es sehr viel Bullshit, also sehr viele Logiklöcher oder Sachen, die extrem convenient sind, über die wir herziehen können. Deshalb hoffen wir, dass der Podcast witzig wird. Also ich werde meinen Spaß haben, das auseinanderzunehmen. Ich auch. Total. So, du führst uns durch das Rundumgeplänkel und ich werde richtig aktiv, wenn der eigentliche Fall losgeht. Ja, ich würde vielleicht auch noch kurz mal erklären, wie wir uns das gedacht haben mit den Folgen. Also, Ach so, jetzt schon? ja, Na gut, dann jetzt oder? schon. Ja, Also bitte. ich habe mir halt, wir haben uns halt gedacht, dass wir das nicht so chronologisch machen, sondern dass wir uns immer einen Fall aussuchen, über den wir gern sprechen würden. Da könnt ihr uns auch gerne dann Vorschläge schicken. Allerdings haben wir bisher nur die erste DVD-Box, das sind ungefähr 36 Folgen oder so. Also am Anfang wäre es ganz gut, wenn ihr auch wirklich Folgen vom Anfang nehmt, die ihr gerne haben wollt. Und wir gucken dann einfach mal. So, ich sehe jetzt, ich höre euch, wie ihr jetzt schon Mord im Mondschein eintippt. Ich hör's. Ja, genau dich höre ich, Melanie. Also der wäre drin, der ist relativ früh. Aber naja, erstmal machen wir Folge 1 und 2 und ich würde mal sagen, wir starten gleich rein und den Rest werden wir dann im Laufe der Folge schon erklären. Genau, also wir haben heute im Grunde genommen haben wir so drei Fälle, wobei ich mich jetzt eigentlich nur auf den einen, der das Hauptthema ist. Also wir behandeln heute Folge 1 und 2, ne? Ja, genau. Und in Folge 1, da gibt's halt noch so einen kurzen Fall am Anfang, muss man dazu Huch, sagen. warum habe ich jetzt Ups. Ton? Weil du den nicht ausgeschaltet hast. Doch, habe ich vorhin. Ich muss ihn irgendwann versehentlich wieder angedreht haben. Egal.
Hoffentlich haben die paar Noten jetzt nicht gereicht, das Video zu töten. Nein, Quatsch. Ja, die Folge heißt Die tödliche Perlenkette. Spoiler. Und, ja, das ist irgendwie voll der Spoiler, ne? Der japanische Titel ist Mord in der Achterbahn übersetzt. Weniger Spoiler. Ja, das trifft's irgendwie mehr. Naja. Ja, und wie wir schon gesagt haben, es fängt eigentlich mit einem ganz anderen Fall erstmal an, damit wir erstmal sehen, wer der Protagonist überhaupt ist. Wir hören dabei auch das deutsche Intro, nämlich Nur Fragen in meinem Kopf. Gen. Ja, ich bin auch kein Riesenfan davon. Also Conan hat später noch echt geile deutsche Songs und auch japanische Songs, die cool sind. Aber das Erste ist, ich weiß nicht, ich mag irgendwie nicht, wie es gesungen ist. Vor allem im Japanischen, da nervt mich die Stimme auch. Im Deutschen geht's. Im Deutschen nervt mich die Stimme auch. Ja, im Deutschen ist es ein bisschen besser. Aber ja, es ist irgendwie kein Intro, das mich sehr anspricht. Aber ich kenne viele Leute, die sagen würden, Conan hat ganz viele cringe Intros. Ich finde die gar nicht mal so schlimm. Also ja, am Anfang weiß ich jetzt nicht, aber es gibt auf jeden Fall einige, die echt geil sind. Also Mit aller Kraft oder also was Die Liebe kann nicht warten. Das sind einige meiner Lieblingsanime-Songs tatsächlich. Das ist aber eins, das ich regelmäßig höre, wenn es darum geht, wie cringe die Conan-Intros sind. Also ich finde das super. Naja, wir wollen nicht über die Intros reden. Ja, denn jetzt hören wir halt Nur Fragen in meinem Kopf. Währenddessen sehen wir aber kein Intro, sondern ja, wir sehen quasi in Kurzfassung den Fall, der sich da abspielt. Im Grunde hangelt sich ein Typ an der Hauswand entlang und tötet dann einen anderen. Also er schießt ihn, glaube ich. Mhm. Ja, und die Leute finden die Leiche und oh mein Gott, ein Mord. Ja, und die nächste Szene ist dann im Grunde schon die Auflösung, weil das soll uns halt nur mal die Figuren präsentieren. Ja, wir haben so einen alten Typ im Rollstuhl, das ist anscheinend der Hausherr oder sowas. Und der hatte eine Party und da ist ein Gast ermordet worden. Und wir haben unseren Kommissar am Start, Kommissar Megure. Ja, im Deutschen heißt er immer Inspektor Megure. Ja, okay, ich weiß es gerade gar nicht. Also ich muss auch dazu sagen, diesmal werde ich mir Conan nicht im Original angucken, weil ich einfach die deutsche Synchro so geil finde und es ist halt auch schwierig, weil es halt sehr viel gesprochener Text ist, auch sehr schnell teilweise. Und Conan wird von einer Frau gesprochen, also ja, mir ist die deutsche Synchro da deutlich lieber. Das hat ja schon bei Son Goku so gut funktioniert. Ja, das ist noch schlimmer. Wir könnten eigentlich auch mal einen Dragon Ball... Nein! Ja, also die Szene präsentiert uns zunächst mal den Inspektor und dann natürlich Shinichi. Der Sherlock Holmes der Neuzeit, Shinichi Kudo, unser Protagonist. Der ihr uns jetzt erklärt, wie der Mord passiert ist, wie er drauf gekommen ist. Verrät er uns nicht? Ja, doch ein bisschen, aber halt nicht ganz genau im Detail. Ja, also der Fall hier wird nur angerissen und letztlich hat Shinichi, ich will schon immer Conan sagen, letztlich hat Shinichi auch kaum Beweise, aber er überführt dann den Täter, der angeblich im Rollstuhl sitzt, damit, dass er einfach einen Globus nach ihm wirft und er steht auf und huch, sie sitzen ja gar nicht im Rollstuhl. Ja, also es wird halt vorher die Theorie aufgestellt, dass sich der Täter irgendwie ja an der Hauswand, dass der so von Fenster zu Fenster gesprungen ist. Und ja, der Typ im Rollstuhl wäre natürlich total unverdächtig, weil er das nicht kann. Aber Shinichi beweist, der sitzt gar nicht im Rollstuhl. Das ist sogar doch einigermaßen plausibel, weil sie nämlich vorher den Arzt gefragt haben. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie das in Japan mit Schweigepflicht ist bei Ärzten. Ja, ich weiß, ich habe mal gehört, die Polizei darf in Japan auch irgendwie alles, also. Ja, auf jeden Fall, also er wusste das schon safe, dass der nicht im Rollstuhl sitzt. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, weißt du noch den Grund? Den Grund, warum er den umgebracht hat? Ja. Nö. Ich hab da auch nur so halb aufgepasst, muss ich sagen, weil das ja nur der Intro-Fall ist. Ja, darum geht's ja in der Folge gar nicht wirklich. Auf jeden Fall, da sehen wir schon mal, dieser Shinichi ist ein schlauer Kopf. Der kann gut kombinieren. Manchmal auch ein bisschen zu gut. Ja, ich würde sagen... Also den Fall hätte er ohne Geständnis, hätte er den Fall nicht gelöst. Ja, aber ich meine, ja, er hat dann zwar nachgewiesen, dass er nicht im Rollstuhl sitzt, aber... Nicht im Rollstuhl... Zu verheimlichen, dass man laufen kann, macht einen nicht zum Mörder. Nee, ich weiß nicht, ob es noch irgendwelche anderen Beweise gab. Er hat noch gesagt, man kann das Seil, das er gespannt hat, irgendwie nachweisen, dass es da war. Aber damit kann man auch nur nachweisen, jemand hat ein Seil gespannt und nicht wer hat es gespannt. Ja, aber wie gesagt, wir wissen die Details nicht mehr ganz genau. Der Täter will dann auch fliehen und Shinichi haut ihm aber, kickt ihm so einen Globus gegen den Kopf. Und dann ist er ausgenockt. Das werden wir noch oft sehen, sowas. Ja, mit allen möglichen Dingen, die man werfen oder schießen kann. Meistens schießen. Und meistens Bälle.
Es geht ja so weit, dass er nachher sogar einen transportablen Fußball in seinem Gürtel hat, aber wir greifen vor. Ja. Er merkt schon, es wird wild. Also, der Intro-Fall ist gelöst, Shinichi ist der Held. Hurra, Shinichi ist clever. Und Shinichi schläft. Und wird aufgeweckt durch eine Explosion. Weil sein Nachbar sprengt gerne Dinge in die Luft. Sein Nachbar ist Daniel Düsentrieb. Nein, Quatsch. Professor Agassa. Das ist wirklich Daniel Düsentrieb. Das ist mir noch nie klar geworden. Ja, gefühlt aber schon, ne? Ja, vor allem inklusive mit, die Erfindungen funktionieren per se eh nicht, bis auf die paar, die absurd gut funktionieren. Ja. Er macht doch auch für Phantomias über die Gadgets und die funktionieren meines Wissens nach, glaube ich, doch ganz gut. Oh Gott, Phantomias. Da hast du jetzt aber tief reingegriffen. Ja, wer kennt Phantomias, schreibt mal in die Kommentare. Naja, auf jeden Fall, das ist ein Erfinder und seine Erfindungen funktionieren manchmal extrem gut, manchmal aber auch überhaupt nicht, zum Beispiel jetzt, denn er hat irgendwas gesprengt. Ja, im Grunde genommen funktioniert nichts, was er erfindet, außer die Gadgets, die er für Conan später baut. Ja, aber die sind dermaßen übernatürlich, dass man denkt, warum wird er mit der Erfindung nicht reich? Weil das ist ja sein Ziel, er will ja irgendwas erfinden und reich werden. Ja, das sagt er in der Folge auch. Aber irgendwie, ja, der verkauft halt sein Zeug später nicht. Also nicht mal das, was funktioniert, das ist echt unlogisch. Ja, so eine Hochleistungs-Solarzelle irgendwie. Ja. Also, wir fassen zusammen, Professor Agassa hat das Energieproblem der Welt eigentlich schon längst gelöst, aber die Lösung hat er nur in ein Skateboard gebaut und es dem geschrumpften Teenager gegeben. Perfekt. Aber das ist noch viel später, dass das Ding eine Solarzelle kriegt, glaube ich. Ne, ich weiß nicht. Naja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das erste ist doch die Narkosenadel, oder? Ja, also er kriegt ein paar andere Gadgets davor. Egal, heute haben wir noch gar keine Gadgets. Nein. Aber was er hier gebaut hat, war ein Jetpack, mit dem er alle Verkehrsprobleme lösen wollte. Ich sehe überhaupt gar nicht, wo es, selbst wenn es funktionieren würde, ich sehe gar nicht, wo das schiefgehen kann. Nein, nein, ist nämlich gar nicht gefährlich oder so. Ja, Shinichi verarztet den jetzt, hat nämlich so Schrammen am Körper. Und ja, es wird also ein bisschen drüber gesprochen, was der eigentlich so macht, der gute Professor. Also er hat noch nicht seine Stimme, die er später hat. Ich weiß nicht, wer ihn hier spricht, aber später hat er eine andere Stimme, die ich besser finde. Ja, es wird auch, also die sind jetzt in Shinichis Haus, in so einer riesen Bibliothek. Und die gehört Shinichis Vater, denn der ist Kriminalbuchautor. Das wird auch später hin und wieder mal eine Rolle spielen. Also er ist Krimi-Autor. Er schreibt keine kriminalistische Fachliteratur. Ja, er schreibt Krimis. So, Auftritt der Trottel. Kogoro Mori mit seiner Tochter Ranmori. Die nicht dumm ist. Nein, Ran ist großartig. Kogoro ist wenigstens witzig, aber ziemlich dumm. Ja, denn Ran ist die Kindheitsfreundin von Shinichi, die sind eigentlich verliebt, nur sagen sie sich's aus irgendwelchen Gründen nie. Und Kogoro ist halt ihr Vater und Privatdetektiv, nur bei dem läuft's nicht so, weil Shinichi als Oberschüler die ganzen Fälle immer löst. Und das auch noch gratis. Ja. Und er mag ihn nicht. Ja, Kogoro rastet aus, weil Shinichi immer die ganzen Fälle löst. So, Shinichi läuft durch die Straße und ist einfach happy, er ist der Größte und er weiß es auch. Und er hat einen Fanclub von Mädels, die sich darüber unterhalten, wie toll er ist. Und Fanpost kriegt er auch. Dann wird er von Ran angequatscht, die gleich sagt, du bist doof, du grinst wie ein Pfannekuchen. Ja, das ist ein großartiges Zitat. Das sagt sie wirklich genauso, du grinst wie ein Pfannekuchen. Und lasst euch nichts anderes erzählen, das heißt nicht Pfannkuchen, das heißt Pfannekuchen. Naja, und ich muss auch generell sagen, also es sind auch nicht nur die Stimmen echt toll in der deutschen Synchro, gerade Rans und Shinichis Stimmen finde ich großartig, aber auch die Schreibe. Also die benutzen so gerne irgendwelche Sprichwörter zum Beispiel oder halt irgendwelchen Slang. Also jetzt nicht so krassen Slang, aber halt so lustige Redearten, wisst ihr? Grinst wie ein Pfannekuchen. Zum Beispiel. Ja, und Ran meint jetzt, ja, mein Dad ist sauer, weil du ihm immer die Fälle wegschnappst. Ich bin aber gar nicht sauer. Haut gegen die Wand und haut die Wand halb ein. Ist es nicht so ein Laternenpfahl oder sowas, was sie da eintrischt? Ja, es muss ja irgendwas aus Stein gewesen sein, oder? Ja, ich glaube, das ist so ein Betonpfahl. Ach so, ja, stimmt. Ja, denn die liebe Ran ist auch Karate-Teamanführerin in ihrer Schule. Ja, und das macht sie irgendwie zu so einem halben Superheld. Ja, Ran ist extrem krass. Also,
In irgendeinem Film weicht sie mal einer Kugel aus. Ja. Das ist, oh, das ist. Also ran kann je nachdem, wie es die Story gerade braucht, entweder alles oder nix. Das ist leider wahr, leider wird von ihrer Fähigkeit nicht immer Gebrauch gemacht. Ja, dann gibt es noch ein kleines Geplänkel darüber. Shinichi ist halt auch guter Fußballer, ist aber nicht mehr im Team, weil er hat es nur gemacht, um sich entsprechend die notwendige Athletik anzutrainieren, um Detektiv zu sein. Ja, denn er ist ein riesiger Sherlock Holmes-Fan. Er kennt jeden Fall. Er könnte den ganzen Tag drüber quatschen, was er auch hier teilweise macht. Ran ist schon echt genervt davon. Ja, ich glaube, es ist jetzt fängt seine Sherlock Holmes-Tirade an und die hört jetzt irgendwie für 5 Minuten nicht mehr auf. Nee, und der konnte alles. Der konnte sogar Geige spielen. Und Der war und kultiviert. fechten konnte er auch. Ja. Ich erinnere mich übrigens, ich kenne, glaube ich, alle Sherlock Holmes-Fälle. Ich erinnere mich nicht, dass er jemals gefochten hat. Anscheinend kann er es aber, wird hier zumindest gesagt. Aber mag sein, dass mir das entgangen ist. Was ich viel schlimmer finde, ist, er sagt, er war so kultiviert. Also mal innerhalb der sozialen Gepflogenheiten seiner Zeit und der Schicht, in der er sich bewegt, benimmt sich Sherlock Holmes eigentlich meistens wie eine Wildsau. Das kommt uns heute alles sehr kultiviert vor, was der da von sich gibt. Aber eigentlich. Naja, also Shinichi, schwärm, 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 schwärm. Ich finde es halt aber auch echt krass, dass er halt Sherlock Holmes so bewundert mit, das kann er alles. Ja, es ist halt eine Romanfigur. Der wurde halt genauso geschrieben, dass er alles kann. Ja, aber ist ihm egal. Er wird Ja, ja auch gleich mit konfrontiert und er sagt ja, zu ihm, ist ihm genau. Also egal. Ran sagt er auch, ja, das ist ja, den gab es ja gar nicht wirklich. Ja, aber jeder kennt ihn als Detektiv. Tja. So, und dann sehen wir die Vorbereitung des nächsten Mordes, des Falls, um den es eigentlich geht. Was wir da sehen, sind einfach nur Kügelchen und eine Flasche mit Schlafmet. Also da steht wirklich auf Deutsch drauf Schlafmed. Also Medizin kurz, die Abkürzung für Genau. Medizin. Ja. Ich vermute halt mal, in der japanischen Medizin werden extrem viele deutsche Begriffe verwendet. Da gibt es ja auch diese Patientenkarte, die wirklich Kadute heißt, wo dann alles auf Deutsch drauf steht. Also deshalb denke ich mal, das ist ja genauso. Ja, und eine Träne fällt auf eine der Kügelchen. So, dann sind wir im Tropical Land, weil Shinichi hatte ran versprochen, mit ihr ins Tropical Land, einen Freizeitpark zu gehen. Und wir sehen die Kinder. Ehrlich gesagt weiß ich nicht warum. Ja, die sind auch im Manga, glaube ich, gar nicht drin in dem Kapitel, habe ich vorher gelesen. Ah ja, weil sie haben in dieser Folge auch noch keinerlei Funktion. Sie sind einfach Nee, nur da. die sind einfach nur da, damit wir sie schon mal gesehen haben. Ich kann auch mal kurz sagen, auf welchem Stand wir eigentlich so ungefähr sind. Also, ich habe auch vom Conan Manga ein bisschen was gelesen. Die Serie habe ich nur bis Folge 150 oder so gesehen. Da bist du weiter als ich. Ja, aber vom Manga halt auch nur so. Ja, halt nicht die normalen Bände, sondern diese Special Editions, wo immer verschiedene Fälle zusammengefasst sind, so die wichtigsten. Da gibt's ja zum Beispiel auch die Special Black Edition, wo alles so zur Hauptstory mit der Organisation ist. Die habe ich gelesen, auf dem Stand bin ich, falls euch das irgendwas sagt. Ich finde ja. Und wir kennen natürlich Filme, da kennen wir die allermeisten. Wenn du es sagst. Ja, es gibt gar nicht mehr so viele, die wir jetzt nicht gesehen haben. Es gibt einen Film, über den werden wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Da spielt ein Riesenrad eine gewisse Rolle. Der macht mich bis heute fertig, der Film. Ja, also über Filme können wir auch sprechen, da haben wir einige. Aber erstmal, glaube ich, werden wir uns auf Folgen fokussieren. Jo. Ja, auf die Kinder gehen wir jetzt noch gar nicht weiter ein, weil die haben wirklich keine Funktion in der Folge, außer zu sagen, hallo, hier sind wir. Ja, wir haben nämlich noch gar nicht erklärt, das sind die Detective Boys. Und Ja, aber dann, no noch nicht, sie werden es noch. genau, bald. Und wir haben noch gar nicht erklärt, warum wir uns die Detective Girls nennen. Ja, stimmt. Warum eigentlich? Ja, weil die Detective Boys eigentlich auch nicht nur aus Boys bestehen, sondern ein Mädchen mit drin haben. Und es ist total weird. Und dann haben wir gesagt, ja, dann drehen wir das Ganze einfach um und nennen uns die Detective Girls, obwohl wir jetzt nicht nur Girls sind. Damit ist das Gleichgewicht der Macht wiederhergestellt. Genau. Ja, ach ja, ein ganz witziges Zitat von den Kindern. In der Ge Geisterbahn fahren hat noch niemanden umgebracht. Bald schon. Foreshadowing. Ja, dann sind wir auch schon in der Geisterbahn ran und Shinichi wollte damit fahren und treffen so eine Gruppe Mädels. Shinichi labert wieder von Sherlock Holmes, was der alles an einem Blick erkennen kann, an einem Händedruck hat er an Watson irgendwie erkannt, dass der im Krieg war oder so. Und jetzt nimmt er die Hand von einem Mädchen und erkennt, dass sie Rektorin ist. Aber ich muss mal kurz da einhaken. Ja. Holmes.
hat nicht anhand eines Händedrucks erkannt, dass Watson in Afghanistan war. Da waren auch noch andere Details beteiligt. Hier auch. Ja, also er hat nicht gemogelt wie Shinichi, also was das angeht, aber es waren schon ein paar mehr Details als nur der Händedruck. Ja gut, also hier sagt dann Shinichi auch, ja, sie ist Reckturnerin, denn sie hat Schwielen an den Händen. Und Ran wirft dann ein, ja, das könnte ja auch vom Tennisspielen kommen. Ja, aber vorhin flog ihr Rock mal hoch und da habe ich gesehen, dass sie so also waagerechte blaue Flecke an den Oberschenkeln hat vom Reckturnen. Wobei, das ist an sich natürlich schon eine Holmes-Anspielung, weil das gibt es haufenweise, dass Holmes irgendeine These aufstellt und dann kommt einer, ja, aber es könnte ja auch so und so sein, und dann packt Holmes einfach die nächste Info aus, warum das nicht sein kann. Ja. Naja, also er hat ein bisschen gemogelt, er hat es jetzt nicht nur am Händedruck erkannt. Aber Ran merkt ja auch an, dann hat er gemogelt und außerdem hält er viel zu lange ihre Hand fest. Ja, stimmt, er lässt irgendwie gar nicht los während der Erklärung. Und da kommt dann auch so ein Typ und sagt, hey, pack die nicht an! Tja. Also ja, das ist also eine Gruppe von Freundinnen mit einem Typen. Wobei mich wundert, also die sagen ja, glaube ich, irgendwie noch, ja, wir wollen aber gar nicht mit der Achterbahn fahren, wir warten hier nur. Und dann steigen sie aber doch ein. Sagen sie das? Echt? Ist ja weird. Ja, ich meine, ich kann nicht mal eben auf laut machen, wenn du willst. Ja. Ja gut, sie sagten, sie wollten Aiko und ihre neue Flamme nicht stören. Ja, ich weiß, vielleicht ist da auch in der Übersetzung irgendwas verloren gegangen. Also der Typ hat eine Freundin und ja, die sind anscheinend frisch zusammen. So, Bullshit mit den Kindern und Achterbahn. Ja, Shinichi redet, nicht. Er hört nicht, er rafft auch nicht, dass Ran es nicht hören will. Ja, sie nennt ihn auch immer den Krimi-Spinner, beziehungsweise hier noch Krimi-Freak. Ja, also das legt sich später. Später redet er nicht so viel über Sherlock Holmes, aber in der ersten Folge ist das noch extrem viel. Später redet sie auch generell wesentlich weniger mit Shinichi. For obvious reason. Ja klar, aber selbst als Conan redet er dann halt nicht so viel. Ja, wahrscheinlich um nicht aufzufallen. Ach, der Zug ist doch schon längst abgefahren. Ja, am Anfang noch nicht. Ja, die Achterbahn fährt los und es sind auch zwei verdächtige Männer in Schwarz hinten eingestiegen. Genau. Warum auch immer? Warum fahren die denn mit der Achterbahn? Also die Leute, und ich find's auch geil, ganz vorne sitzen die beiden, die gesagt haben, sie wollen nicht einsteigen. Ja, nee, das haben sie nicht gesagt. Sie haben, also Shinichi hat gefragt, wollt ihr da durchgehen? Und sie sagen, nö, wir bleiben hier noch stehen, wir wollen die beiden nicht stören davor. Ich glaube, es ging darum, in welcher Reihenfolge, ne? Wahrscheinlich ist das in der Übersetzung ein bisschen komisch geworden und eigentlich ging es nur darum, wollt ihr vor oder sollen wir oder so? Wir, so. Ja, oder wer steigt zuerst ein, so nach genau, dem Motto. Ja. Ja, macht Sinn. Ja, und dann steigen halt noch Gin und Wodka dazu, nennen wir das Kind doch beim Namen. Ja, die werden eine große Rolle noch spielen. Aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen fahren sie jetzt mit der Achterbahn. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es da einen Hintergrund so gibt, aber ich war immer der Meinung, die sind ja aus einem Grund in dem Park. Und die warten jetzt. Und wenn du schon mal wartest, dann kannst du auch Achterbahn fahren. Wieso denn nicht? Ja, okay, aber es passt irgendwie so gar nicht zu den beiden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach gern Achterbahn fahren oder so. Viel wichtiger ist die Frage, warum ihnen der Hut nicht wegfliegt. Das habe ich mich auch gefragt. Es gibt auch übrigens ein Special namens Episode One, wo dann auch nochmal, also da ist dann nicht nur die erste Folge geremaked, sondern auch, ja, alles drumherum, alles, was so vorher passiert. Das versteht man aber nicht, wenn man das alles nicht kennt. Also selbst ich habe da sehr vieles nicht ganz verstanden, weil mir da einfach zu sehr der Hintergrund gefehlt hat. Aber ich glaube, da gab es auch nicht wirklich eine Erklärung, warum die da sind. Ja, also warum nicht? Lass die doch Geisterbahn fahren. Ja, aber das sind Gin und Wodka. Die sehen eh aus, als ob sie da wohnen würden. Ja, als ob sie da arbeiten würden wahrscheinlich. Ja. Also das ist halt so eine Achterbahn und gleichzeitig eine Geisterbahn. Es ist halt wie eine schnelle Geisterbahn, wisst ihr? Jo. Und die Fahrt beginnt. Und ich behaupte mal ganz dreist, 8 steigen ein, aber nur 7 steigen aus. Ja, also das fährt jetzt erstmal hoch, ist dann ganz schnell und dann geht's in so einen dunklen Tunnel rein, wo dann die ganzen Geistergestalten kommen. Und plötzlich tropft Shinichi so ein Wasser ins Gesicht und er wundert sich schon. Ja, er wundert sich und dann macht's einmal Blitz. Und es fliegt etwas aus der Achterbahn. Etwas, das die Kinder vielleicht nicht sehen sollten. Ja, was die Kinder, ich glaube, was da rausfliegt, sind ja Perlen. Ich weiß nicht, ich glaube, da ist gerade was anderes rausgeflogen.
Ja, okay. Also was sie da aufheben, sind die Perlen. So. Hm. Ja, also, und dann sind sie wieder im Hellen und wir sehen einer Person zwischen Shinichi und Wodka ist der Kopf weggeflogen. Ja, der ist auch eine riesige Blutfontäne, die man allerdings nicht wirklich sieht, denn sie ist halt sehr hell gefärbt. Also es sieht eigentlich aus wie irgendwas Weißes, was da rauskommt. Was Hellleuchtendes. Man sieht allerdings einen riesen Blutfleck vor ihm am Wagen, der ist dann auch rot. Ich glaube übrigens, so extrem fällt diese Fontäne, wenn einem der Kopf abgetrennt wird, gar nicht aus. Weiß ich nicht. Da kann ich nichts zu sagen. Ich würde behaupten, es gibt einmal einen kurzen Spritzer und dann gurgelt so vor sich hin, weil ja auch der Druck einfach nachlässt. Ja, ja und dann kommt schon auch schon die Polizei eingetrudelt. so inzwischen untersucht offenbar Shinichi den Tatort etwas, also die Umgebung, und stößt dabei auf die Kids. Und ich nehme an, bei der Gelegenheit hat er auch die Perlen gefunden, die die Kids gefunden haben. Oder die haben ihm die gegeben. Das kann sein. Dann haben wir wieder diese Situation. Alle, die dabei waren, sind versammelt. Und es wird überlegt, wer war es jetzt. Gin und Wodka wollen unbedingt weg. Sie haben ja noch einen Termin. Und Genau. ich glaube, sie wollen auch generell vom Radar der Polizei verschwinden. Ja, und Shinichi findet die jetzt schon verdächtig. Und er sagt auch bei Jins eiskaltem Blick, der hat bestimmt schon mal jemanden umgebracht. So als ob man das am Blick erkennen könnte, aber hey. Tja, und dann stellt Shinichi seine erste These auf. Der Mörder saß im Wagen. Ehrlich gesagt, also er hat ja jetzt, glaube ich, schon den ganzen Hergang rekonstruiert, aber ansonsten, ich weiß nicht, wie er darauf jetzt kommt. Aber weißt du, was auch schon mal eine coole Schlussfolgerung ist? Ran und Shinichi können wir schon mal Oh ja, richtig, genau. Der Inspektor fängt damit an. Ja, dich und dran können wir ja sowieso schon mal nicht zu den Verdächtigen zählen, weil. ist so oft so. Warum denn nicht? Nur weil das ein berühmter Detektiv ist und der euch schon oft geholfen hat, heißt das nicht unbedingt, dass der unschuldig ist. Nein. Also. Ja, vielleicht weil minderjährig erstmal nicht auf dem Radar. Also komm, die sind 17. Im Manga sind sie 16, aber es ist auch egal. Also, dass sie später Colin ausschließen, das ist ja klar, Kind. Aber einen 17-Jährigen? Please, da muss man doch zumindest schon mal gucken. So, also, Shinichi löst jetzt den Fall. Was ist passiert? Also, soll ich jetzt direkt mal auflösen von vornherein oder wie soll ich jetzt machen? Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie sie jetzt so nacheinander drauf kommen. Also, ich denke mal. Sie vermuten halt, also es wird erstmal ein Messer gefunden Ach, richtig, genau. in Es gibt der. ja noch, es gibt ja noch das blutige Messer in der Tasche der, von wem nochmal? Von irgendeiner anderen. Ja. Von irgendeiner, die es nicht ist. Die hat das Messer untergejubelt bekommen. Und Junichi sagt aber, nee, mit dem Messer, das ist ja eigentlich zu klein, um jemanden den Kopf abzuschneiden. Also, das geht auch mit kleinen Messern. Man braucht wahrscheinlich nur etwas mehr Zeit. Das Problem ist, also der Denkfehler ist, dass man sagt, ja, man muss die Wirbelsäule durchtrennen, dafür brauchst du schweres Gerät. Musst du aber nicht. Es reicht, wenn du die Bandscheibe durchtrennst. Das ist einfacher, das geht auch mit einem kleinen Messer. Die musst du natürlich treffen. Also bei einem Hieb ist es schon schwierig, mit einem Messer jemandem den Kopf abzutrennen. Aber wenn du einen, ich sag mal, sauberen Schnitt führst und davon auch ein paar mehr, es geht schon. Ja, gut, aber in der Achterbahn ist es natürlich jetzt schwierig. Naja, und dann kommt er halt irgendwann damit an, dass er diese Perlenkette gefunden hat, wo die meisten Perlen schon fehlen, und ein Seil mit einem Enterhaken. Also es ist jetzt erstmal die Theorie, dass die Freundin ihn ermordet hat. Ich hör gerade nur halb zu, ich suche gerade das Messer nochmal. Ach so. Ja, also wir hatten ja vorhin den Typ mit seiner neuen Freundin und die neue Freundin soll ihn ermordet haben. Jetzt ist nämlich der Mann gestorben. Ja. Ich glaube, der Player ist abgestürzt. Genau. Genau. Das ist die Lösung des Rätsels. Der Player ist abgestürzt. Ja, ich überlege gerade auch, was ich sagen soll. Also, wir haben das Messer und die Turnerin war es jetzt, ne? Das ist ja die Lösung. Genau, also denn er hat ja dann doch die anderen Beweise auch gefunden. Ja, okay, sollen wir dann einfach mal erklären, was passiert ist? Okay, also, die Turnerin hat ihre Perlenkette bei sich. Die Perlenkette ist aber präpariert, da ist keine normale Schnur drin, sondern eine Klavierseite oder eine Stahlschnur. Es wird nicht so genau erklärt. Meiner Meinung nach ist das eigentlich schon die erste Angelschnur der Geschichte, aber egal. Und sie hatte sich noch so eine Tasche hinter den Rücken geklemmt, damit sie sich dann aus dem,
ja, aus aus diesem, dem Haltebügel befreien kann. genau, aus dem Dann ist Haltebügel. sie ist dann während der Fahrt im Dunkeln über den kompletten Wagen geklettert, ohne dass das irgendjemand bemerkt. Also sie ist über Shinichi und Ran drüber geklettert, ohne dass sie das bemerkt haben. Außer Ja. Shinichi, der dann den Wassertropfen bemerkt hat. Dann hat sie dem Opfer, ohne dass das Opfer das merkt, die Schnur um den Hals gewickelt, wahrscheinlich mit einer präparierten Schlinge, und hat das andere Ende der Schnur mit so einer Art Enterhaken, den sie einfach aus dem Wagen geworfen hat, der sich dann irgendwo an der Achterbahn verhakt hat. Ja, der hat dann natürlich getan, was Enterhaken tun. Und die Schnur Ja. wird stramm und das Opfer wird enthauptet. Durch die Geschwindigkeit natürlich. Bevor das Opfer enthauptet wird, ist unsere Täterin wieder zurückgeklettert in ihren Sitz, ohne dass das jemand bemerkt. Und ja, das Wasser war die Träne, weil sie hat halt geheult, während sie das gemacht hat. Genau, und der Beweis, den Shinichi jetzt liefert, ist, man kann an ihrem Gesicht noch sehen, dass die Tränen von ihren Augen in der falschen Richtung, also entgegen dem eigentlichen Fahrtwind, geflossen sind, weil sie natürlich in die falsche Richtung geguckt hat. Ach du Scheiße, das ist mir gar nicht Und aufgefallen. das ist der Beweis. Also, wenn ich damit zum Staatsanwalt gehe. Naja, das ist jetzt nicht der einzige Hinweis. Er hat natürlich noch die Perlenkette gefunden, die sie vorhin getragen hat und jetzt nicht mehr. Also ja, Aber es dünn. knirscht, es knirscht. Also schon der Hergang ist dünn. Das ist das Nächste. Kann dieser Fall so passieren? Ich würde sagen, An das. sich. Ja, aber dass das niemand bemerkt, wohl eher nicht. Ja, und auch, dass sie das macht, ist selbst für eine Turnerin nicht so ein Easy Mode, ne? Ich meine, Nee. sie muss im Dunkeln über den Wagen stellen, der sich schnell bewegt. Ja, der auch noch wahrscheinlich Kurven fährt und rauf und runter und alles. Ja, und also das lasse ich mir sogar noch sagen. Das geht vielleicht sogar, wenn sie das ein paar Mal geübt hat. Aber dass sie dabei nicht bemerkt wird, also ja, es Nee. ist theoretisch möglich, aber da sind so viele Wenns und Abers, dass ich den Fall eigentlich für geht nicht Busted erklären würde. Ja, weil ich meine, es kann ja nicht so stockdunkel sein, denn sie muss ja selber sehen, wo sie hin muss. Ja, nicht, wenn sie das ein paar Mal geübt hat und den Wagen genau kennt. Ja, trotzdem, also das kann ich mir nicht vorstellen. Also, dass sie da wirklich dann im Stockdunkel und gar nichts sieht. Und vor allem, das ist ja in Achterbahnen nicht so. Da hast du ja dann irgendwie so ein Düsterlicht, damit du noch irgendwelche Schreckgestalten sehen kannst. Denn da waren ja diese Schreckgestalten noch im Dunkeln, das haben wir ja gesehen. Und ich glaube halt nicht, dass du da gar nicht mitkriegst, wenn jemand vor dir den Bügel löst, dann über dich irgendwie drüber steigt. Also das hörst du doch, oder das musst du doch irgendwie mitkriegen. Und das nächste Ding ist, es sollte ja sowieso ein erweiterter Selbstmord werden. Sie wollte sich ja selber umbringen. Warum macht sie sich dann so die Mühe, einen so komisch konstruierten Mord zu Ja, begehen? stimmt. Sie hätte ihn einfach vergiften können. Ach so, das meinst du. Nee, ich dachte jetzt. Du meinst, ja, warum ist sie da nicht einfach gleich mit rausgesprungen oder Auch noch sowas? so ein Ding, ja. Ja, also sie hat, also diese Schlaftabletten, die wir gesehen haben, anscheinend wollte sie die dann benutzen. Um sich Aber, selbst ja, aber umzubringen. warum hat sie sich denn noch die Mühe gemacht, jetzt diesen Mord zu verschleiern und das nicht aufzufallen? Gut, vielleicht ist das so eine Japan-Sache mit, oh, dann hätte die Familie Schande und keine Ahnung. Ja, das könnte noch sein, aber es ist trotzdem irgendwie. Dann sag halt, es. Mach halt irgendwie was aussieht wie ein Unfall oder so. So, aber wie so oft bei Conan, die Täterin bricht zusammen und gesteht. Ja, und mit einem Geständnis hast du es immer erledigt. Ja, also manchmal versuchen die ja noch abzuhauen, aber es ist echt selten, weil meistens nach der Schlussfolgerung, da sinken sie theatralisch auf die Knie, heulen und gestehen. Ja, muss ja auch, weil die Beweislage meistens zu dünn ist. Ja, und Und wenn's. manchmal sagt Conan es sogar, während er überlegt, wie er den Fall auflöst. Okay, ich habe nicht genug Beweise. Ich muss sie dazu bringen, dass sie gestehen. Ja, genau. Also manchmal stellt er dann auch irgendwelche Thesen auf und hofft durch die Reaktion dann irgendwie sowas Und es rauszukriegen. klappt immer. Ja. Ja, okay. Genau. Also der Grund war, dass der halt jetzt eine neue Freundin hat, nämlich die andere Schnalle, von der wir gesprochen haben. Und ja, die waren aber Haben mal wir überhaupt zusammen. gesagt, wer ermordet wurde?
Ja, ich habe es vorhin gesagt, Okay. der Freund. Ja, alles klar. Genau, und die war halt früher schon mal mit dem zusammen und ja, hat es nicht ausgehalten, dass der jetzt eine neue hat. Ja, also bei diesem Fall ist alles ein bisschen dünn, aber wir sind ja auch noch am Anfang. Also später ist es ja so, dass sich im Wesentlichen eine ganze Folge oder sogar mehrere um einen Fall drehen. Hier ist alles noch ein bisschen gerusht. Ja, ein bisschen sehr schnell, dass die Auflösung kommt. Ja, ich muss auch sagen, ich finde das ein bisschen ein, ja, dünnes Motiv für einen Mord. Klar, sowas gibt's. Aber da gibt's halt später noch triftigere Gründe. Auch oft ziemlich dumme, dass man sich denkt, und da musst du ihn gleich umbringen, aber jetzt, er hat eine neue Freundin. Oh nein, das passiert ja nie. Ich finde die ersten paar Fälle sowieso alle nicht so geil, weil die sind noch so beschäftigt damit, überhaupt erstmal die ganze Sache zu etablieren, dass die Fälle etwas kurz kommen. Ja, aber das legt sich recht schnell. Also ich weiß das, also ich habe zumindest im Kopf, dass halt so, ja, so unter den ersten 100 Folgen sind schon die besten. Danach sind die Fälle irgendwie, es wiederholt sich halt dieses Schema dann irgendwann zu oft. Und ja, das ist auch irgendwie so mein Problem mit der gesamten Serie, muss ich mal kurz sagen, dass es einfach viel zu lang ist, dass die Fälle dann irgendwie immer gleich ablaufen und dass es einfach nicht zu einem Ende kommt und dass du dann irgendwie 20 Folgen darauf warten musst, immer dass die Story weitergeht. Und deshalb habe ich dann auch nach Folge 150 gesagt, ja, okay, ich gucke jetzt vielleicht noch, ich lese jetzt vielleicht noch so die wichtigen Fälle, ich gucke mir die Filme an, aber die Serie muss jetzt nicht unbedingt. Also mich hat die Rahmenhandlung tatsächlich noch nie interessiert. Echt? Also ich finde das eigentlich extrem spannend. Dass es halt nicht einfach nur so ein Detektivding ist, sondern auch dieses, er ist geschrumpft worden. Das finde ich schon cool Ja, eigentlich. also vielleicht liegt es auch daran, dass ich zu schnell mit der Serie wieder aufgehört habe, weil ich glaube, so gefühlt in den ersten 100 Folgen geht es mit der Rahmenhandlung ja einfach überhaupt nicht weiter, außer dass mal Ei Nee. dazu kommt. Aber das war's dann auch. Ja, ich weiß, es zieht sich unfassbar und es ist ja immer noch nicht beendet. Ah, es ist schrecklich. Ich glaube, das wird auch nicht mehr fertig. Ich hoffe es. Ich will endlich ein richtiges Conan-Ende sehen. Danach könnte man ja noch irgendwelche Fälle mit Shinichi machen oder irgendwas mit, ja, das ist halt damals passiert, als er noch Conan war. Aber halt nicht jetzt erst ewig ziehen, damit eh niemand mehr bei der Hauptstory mitkommt. Apropos Hauptstory, machen wir doch weiter mit der Hauptstory. Ja, die fängt nämlich jetzt erst so richtig an. Nämlich mit, ja, Gin und Wodka. Denn Shinichi sieht, dass der irgendwas Verdächtiges macht und rennt dahin. Ran ist dann auch schon so, in diesem Moment hatte ich das Gefühl, dass ich Shinichi nie wiedersehen werde. Was natürlich Quatsch ist, weil wir wissen, dass sie ihn danach wieder gesehen hat. Ja, das stimmt. Also, sie hat ihn ja dann hin und wieder mal getroffen. Wie das geht, verraten wir jetzt mal nicht. Ja, und er beobachtet im Grunde genommen Gin und Wodka dabei, wie sie mit einem zwielichtigen Mann irgendein Geschäft abwickeln. Es geht wohl darum, dass die Beweise für illegale Waffengeschäfte haben und er Schweigegeld bezahlt. Genau, er überreicht das Geld, sie überreichen das Videoband, beziehungsweise Wodka macht das. Shinichi lauscht. Und dann Ja. kommt Jin von hinten und brät ihm eine über. Ja, übrigens, auch ganz interessant, Jin hat eigentlich silberne Haare. Das wird dann auch später noch geändert. Das wird dann auch geretconnt, wenn man Rückblicke auf diese Folge sieht. Weil es ergibt ja auch Sinn, denn Gin heißt Silber. Du willst sagen, das ergibt Jin? Ja, genau. Das ergibt Gin. Ja, also der ist halt von so einer Organisation, die sehr wichtig wird, und die haben alle Decknamen, die irgendwas mit Schnaps zu tun haben. Und ja, der brät ihm jetzt eine über. Shinichi ist halb bewusstlos. Er kriegt aber dann noch ein schönes Mittelchen eingeflößt. Genau, erst will Wodka ihn erschießen, aber nee, hier sind noch überall Polizei, das ist zu laut. Nein, flöß ihm hier das Gift ein, das ist neu, das kann man nicht nachweisen. Rein damit, Schnabel zu, fertig. Ja, also das ist anscheinend ein Gift, das die Leiche so komplett verschwinden lässt. Das glauben wir. Also habe ich immer so verstanden, weil es ja nichts hinterlässt. Sollte es zumindest. Also es wurde an Menschen noch nicht getestet und ja, jetzt passiert aber was ganz anderes. Ja, Aber erstmal haben wir ein Outro. Ach stimmt, dass er wieder aufwacht, ist ja schon nach dem Outro und der Player ist schon wieder abgeschmiert. Das freut uns aber. Ach ja, zuvor gab's noch eine Szene, wo halt dann Ran heult, weil sie diesen Mord jetzt mitgekriegt hat und das total schlimm findet, verständlich. Und Shinichi ist einfach Mr. Unsensibel, Mac Unsensibel und sagt so, ja, daran gewöhnt man sich, da stumpft man ab, wenn man schon ganz viele zerstückelte Leichen gesehen hat. Ja, damit muss man halt klarkommen. Oh, also in den ersten Folgen ist er schon noch ein bisschen. Ja, er ist so ein bisschen Diva, ne? Er ist der Größte und er will das doch alle merken. Ja, genau.
Also da ist er schon extrem unsensibel. Das legt sich aber später etwas. Naja, genau. Und dann ist er halt losgelaufen. Alles, das hat sich dann alles ereignet. Und nach dem Outro wacht er auf und ist geschrumpft. Ja, er ist ein kleiner Junge und wird von der Polizei gefunden. Und Also ist. das Gift hat nicht so ganz funktioniert, wie es sollte. Ja, das Auto hat übrigens den Song Schritt für Schritt. Den finde ich ganz nett, aber krass ist er jetzt auch nicht. Ist auch im Deutschen nur eine sehr kurze Version. Also es gibt auch eine längere Version, aber die wird hier nicht eingespielt komplett. Jo, so. Der kleine, der geschrumpfte Shinichi ist in den Händen der Polizei. Wir sind jetzt schon in Folge 2, ne? Ja, Wir ist so. sollten ganz kurz sagen, wie die heißt. Ach so, Folge 2 hat einen Namen, richtig. Kleiner Mann, ganz groß, lame. Ja, und im Japanischen Tochter des Firmenchefs. Auch ein bisschen lame. Ganz ehrlich, wenn sie nicht zum, ja, Establishing gehören würde, würde ich über diese Folge gar nicht reden, weil die ist dermaßen langweilig. Ja, der Fall ist jetzt nicht so spannend, aber hier passiert halt noch sehr viel, was wir brauchen, um die Story zu verstehen. Deshalb haben wir das jetzt noch mit drin. Naja, also ich finde den deutschen Titel Kleiner Mann ganz groß sogar noch ganz nett. Da finde ich den japanischen noch langweiliger. Es ist auch, glaube ich, irgendeine Anspielung auf irgendeinen anderen Film, aber ich weiß jetzt nicht welcher. Ja, so, also nennen wir ihn jetzt schon Conan. Ich will ihn nicht ständig, ich will mir ständig die Zunge verdrehen, weil ich ihn Shinichi nenne. Ja, heißt Colin. Ja, der Okay. ist jetzt vor der Polizei weggerannt, weil er sich denkt, ja, was labern die da? Ich bin doch kein kleiner Junge, mit denen ist doch irgendwas nicht ganz sauber. Naja, aber als er dann wegrennt und sein Spiegelbild in irgendeiner Scheibe sieht, merkt er, die haben vielleicht doch recht. Okay, Moment. Also, ich fasse mal kurz zusammen, was der scharfe Verstand des 17-jährigen Teenagers hier erbrütet hat. Der hat einen über die Rübe bekommen. Der muss Kopfschmerzen haben wie Hölle. Der wacht da irgendwo aus, sieht, da ist Polizei. Und das Erste, was dem scharfen Verstand des 17-jährigen Teenagers einfällt, ist jetzt vor der Polizei und eventuellen Rettungskräften wegzulaufen. Ganz toll, super. Ja. Die wollten ihn halt irgendwo hinstecken, weil sie denken, er ist ein verlaufenes Kind. Und es ist auch für die Story wichtig, dass er da jetzt wegläuft, aber eigentlich ist es echt dumm. Ja, er läuft nach Hause, bricht so ein bisschen in sein eigenes Haus ein. Ja, also er kommt gar nicht so richtig dazu, denn nebenan knallt's schon wieder. Der Professor hat seine Mauer gesprengt. Ja, zum zweiten Mal. Die hat er aber ganz schön schnell wieder aufgebaut, ne? Ja. So, und ja, jetzt rennt er natürlich zum Professor und sagt, hey, ich bin Shinichi, glaube ich dir nicht. Ja, aber. Ja, also er versucht ihn jetzt zu überzeugen. Er sagt Sachen, die nur Shinichi weiß. Unter anderem den Namen des Professors. Und das, ja, er erzählt jetzt erstmal, wer Professor Agasa ist. Und dann noch, dass er eine Mutter mal am Arsch hat. Und das kommentiert der Professor mit, das sind Dinge, die nur Shinichi weiß. Warum weiß nur Shinichi, dass der Professor ein Muttermal am Arsch hat? Da läuft doch was zwischen den beiden. Ja, und vor allem so Sachen wie, Sie sind Hiroshi Agasa. Wow, das weiß nur Shinichi, sonst niemand. Ja, ganz bestimmt. Aber das überzeugt den Professor immer noch nicht. Also wahrscheinlich ist das auch im Deutschen so ein bisschen blöd übersetzt worden. Wahrscheinlich meinten sie das mit dem Muttermal, weiß nur Shinichi. Macht das die Sache deiner Meinung nach jetzt besser oder schlechter? Tja. Ja, aber jetzt kommt er mit einer krassen Schlussfolgerung. Ja, jetzt, das ist auch sehr Holmes-mäßig, was er jetzt macht. Also er sagte, ja, sie sind doch aus dem, was war es, Columbo hieß das Lokal? Ja, aus irgendeinem Lokal. Sind sie jetzt aber ganz schön schnell weggelaufen. So, hä? Wie, was? Wieso? Woher weißt du, dass ich überhaupt da war? Ja, und dann, ja, sie haben Schlamm an den Schuhen, also sind sie durch den Schlamm gelaufen und Weil sie. das nämlich das einzige Restaurant mit Baustelle in der Nähe ist. Außerdem haben sie doch die Soße im Bad kleben. Die er im Dunkeln erkennt. Ja, natürlich tut er das. Joiks. Also ja, das ist aber auch wieder ein bisschen holprig, ne? Denn als ob es nur bei einer Baustelle Schlamm geben kann. Na, im blitzsauberen Japan? Ja, es ist schon sehr wahrscheinlich, aber es ist so ein bisschen sehr gewagt, die These. Tja, okay, also der Professor ist überzeugt. Ja, also Shinichi erzählt natürlich auch von dem Gift, das ihn geschrumpft hat. Und jetzt gehen sie zu ihm rein und Agasa sagt, ja, das darfst du aber auf gar keinen Fall jemandem erzählen, denn sonst, werden die Männer in Schwarz dann euch jagen und nicht nur dich umbringen, sondern die anderen auch, die das wissen. Gut, Ran kommt dann rein und will nach Shinichi suchen, weil sie weiß gar nicht, ob der überhaupt nach Hause gekommen ist. Sie hat das Gefühl, ihm ist was zugestoßen.
Hat ja auch ausnahmsweise mal recht, die Dame. Ja, Colin sucht sich eine super Verkleidung, nämlich er setzt sich einfach eine Brille auf, die da random rumliegt und tut noch die Gläser raus, ne? Mhm. Aber ganz ehrlich, so doof finde ich das gar nicht. Wieso? Ich habe schon Leute gesehen, die ohne Brille oder mit Brille jeweils ganz anders aussahen. Echt? Ich weiß nicht, wie es bei mir ist. Aber man erkennt dich ja trotzdem. Sie kannte ja Shinichi als Kind und er sieht halt wirklich exakt aus wie als Kind. Ja, aber... Und die Stimme ist ja auch... Klar, sie ist höher, aber sie ist immer noch die gleiche. Ja, natürlich funktioniert es nicht so ganz, aber... Wie gesagt, ich habe schon Leute getroffen, die hätte ich ohne Brille plötzlich nicht mehr erkannt. Ja, aber bei der Brille ist es halt auch oft so, dass die Gläser die Augen so ein bisschen größer scheinen lassen. Aber hier hat er ja nicht mal Gläser drin. Hat die Gläser rausgemacht, weil er natürlich mit der Brille nicht sehen kann. Ja, super. Naja, aber das ist jetzt die Conan-Markenzeichen-Brille, die kriegt auch später sogar noch Aufmotzung durch Agasa. Mehrere. Ja, Conan muss jetzt natürlich einen Namen erfinden, blickt auf das Bücherregal. Conan Edogawa. Zufällig, also er sagt einfach die ersten beiden Namen, die er liest. Ja, warum der Conan... Der scharfe Verstand des 17-jährigen Oberschülerdetektivs, meine Damen und Herren. Ja, warum Conan Edogawa? Weil Sir Arthur Conan Doyle hat Sherlock Holmes geschrieben, deshalb Conan. Und Edogawa ist auch irgend so ein japanischer Krimi-Autor. Und ja, er erklärt dann auch, seine Eltern waren große Sherlock Holmes-Fans und deshalb haben sie ihn so genannt. Und jetzt hat Professor Agasa eine großartige Idee. Ja, der kleine Conan kann doch bei Ran wohnen, kann ihn doch für eine Weile aufnehmen, weil seine Eltern liegen im Krankenhaus, denn sie hatten einen Unfall. Ja, natürlich hatten sie das. Ja, und warum? Nur weil ihr Vater eine... Der Plan ist ja, sie schleusen den Kleinen jetzt bei Kogoro ein und über Kogoro soll er jetzt Infos bekommen über seine versuchten Killer. Mhm. Über den Trottel. Ja... Aber da hat er halt dann mit Kriminalfällen zu tun. Naja, also es ist schon sehr convenient, das merkt ihr schon. Ja, Detektiv convenient. Oh mein Gott, das ist der perfekte Name. Detektiv convenient. Für die Folge meinst du? Maybe. Ja. Aber generell, das fasst Conan in einem Satz zusammen. Detektiv convenient. Ja, und ran will ich dem ganzen Unfug auch noch ein. Ja, also das mit den Eltern sind im Krankenhaus wegen dem Unfall ist auch ein bisschen sehr krass. Also irgendwann regeln sie das auch, dass die vermeintlichen Eltern dann da auch mal anrufen und so. Aber wie lange meinen die, dass die im Krankenhaus sind? Ja, wenn die ganze Geschichte nur ein halbes Jahr abläuft. Das tut sie nicht! Naja, jetzt wollen sie also zu Ran nach Hause gehen. Auf dem Weg fragt dann auch Conan, weil sie vorher irgendwas von einem Typen erwähnt hat, den sie mag. Denn sie sagte, ja, an den erinnerst du mich. Ist das denn dieser Shinichi? Ja, den mag ich tatsächlich sehr. Ich liebe Shinichi. Und auf Conans Kopf könnte man Spiegelei braten. Ja. Aber erzählt sie ihm nicht, ne? Dem Shinichi. Mhm. So, dann ab zur Detektei. Die liegt convenienterweise über dem Café Poirot. Ja, also Poirot ist doch auch irgendein Detektiv, oder? Das ist genau der, Hercule Poirot ist der Detektiv, im Mord im Orient Express, Tod auf dem Nil, also in den Agatha Christie-Romanen. Ach so. Ja, genau, das Café spielt jetzt noch keine Rolle, später auch irgendwann mal etwas mehr. Ehrlich? Das spielt mal eine Rolle? Ja, vor allem mit einem gewissen Charakter, der aber sehr spät erst dazukommt. Na dann. Naja, Kogoro kommt rausgestürmt, er hat einen Fall! Oh mein Gott, und er freut sich extrem, ein kleines Mädchen ist entführt worden, hurra! Ich habe endlich einen Fall! Die Sherlock-Serie... von BBC. Da ist es auch regelmäßig so, Sherlock freut sich voll über die Verbrechen und alle einen immer, Sherlock, oh ja, natürlich nicht anders. Extrem traurig, ja. Naja, und er fragt erstmal, ja, was ist denn das da für ein Rotzbengel, was soll ich denn mit dem? Genau, ja. Kogoro steigt ins Taxi und Conan springt einfach hinterher. Genau, und Ran setzt sich dann auch dazu, denn sie kann den Kleinen ja nicht allein lassen. Und so fahren sie dann doch mit, warum auch immer. Haben wir schon gesagt, dass Ran ihn ja auch auf den ersten Blick super süß fand? Nein, aber jetzt haben wir es gesagt. Ja, super. Das ist so das japanische Frauenbild, ne? Sehen Kind, Milcheinschuss. Gut, dann geht's also zum eigentlichen Fall. Der Fall ist so doof. Ja, also es wurde anscheinend ein kleines Mädchen entführt von einem wichtigen Firmenchef.
Und der Entführer hat sich auch gemeldet und fordert Lösegeld, aber erstaunlich wenig. Nee, der fordert kein Lösegeld. Der fordert, dass er die Firma für ein halbes Jahr zumacht. Ja, aber doch Geld auch, ne? Nee. Doch, doch, doch. Wir haben uns doch noch drüber gewundert. Mit Millionen was? Millionen Yen. Ist das nicht erst der zweite Entführer? Aber ich dachte es... Nee, aber ich weiß noch genau, weil das Lösegeld wurde genannt und dann habe ich mir gedacht... Dann haben wir ja gesagt, das ist erstaunlich wenig und dann habe ich gesagt, ja, rate mal warum. Also, ja, okay. Auf jeden Fall soll... Aber er soll auch seine Firma zumachen. Das war eine Bedingung. Genau, er soll einen Monat lang seine Firma schließen. Also, die gehen jetzt davon aus, dass es irgendein Konkurrent von dem... Ja, und dann stellen sie irgendwann, also während, nachdem sie sich alles haben erzählen lassen, stellt Conan irgendwann fest, hey, Moment, hier gibt's einen Wachhund, der hätte ja angeschlagen, wenn ein Fremder ins Haus kommt. Ja, dann fällt der Verdacht sehr schnell auf den Butler, denn der wäre natürlich kein Fremder und wird erstaunlich gut ins Bild passen. Und der bricht auch sofort zusammen und gesteht. Er sagt, ich hab mir das alles allein ausgedacht, niemand hat mich geschickt, ich war's. Ja, super, und dann ruft der Entführer an. Ja, also Kokoro freut sich schon, dass er den Fall gelöst hat. Also da auf die Sache wäre er noch selber gekommen. Ja, wobei Conan hat ihn ein bisschen gestupst, aber er hätte wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Zeit hätte er selber auch gemerkt. Ja, aber jetzt ruft halt der wirkliche Entführer an. Ups. Weil es gab eine Entführung und das entführte Kind wurde dann entführt. Ja, also aus der Entführung wurde eine Entführung. Das ist ja kreativ. Tja, ja, genau. Der Typ ruft jetzt an und er hat das Kind, also das Kind meldet sich auch. Er will zufällig auch die gleiche Geldsumme, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Ja, es kann natürlich sein, dass das dann auch zwei verschiedene Anrufe waren schon vorher. Oh ja, das ergäbe Sinn, ja, könnte sein. Das ja, das ergibt wirklich Sinn. Das wir dann, müsste ich gleich nochmal gucken. Also dass der richtige Entführer dann vorher schon mal angerufen hat und der Butler sich gedacht hat, ja, das passt schon. Also weißt du, das gehört noch dazu. Ja, würde Sinn ergeben. Alles klar. Ja, dann wollen sie halt so ein bisschen rausfinden, versuchen rauszufinden, von wo der Anruf kommt. Das Mädchen, das entführt wurde, brüllt halt in den Hörer, wo sie sich befindet, also was sie sehen kann. Wo sie genau ist, weiß sie natürlich nicht. Sie meint, sie ist wahrscheinlich in irgendeiner Schule und sie kann vom Fenster aus einen riesigen Schornstein sehen. Und jetzt wird dann eine Karte aufgemacht von der Gegend und geguckt, okay, wo könnte das denn zutreffen? Und ich glaube, sie klappern dann auch alle in Frage kommenden Orte ab, aber nirgendwo passt es. Ja, bist Conan. Ich weiß gar nicht mehr, was ihn jetzt genau drauf bringt. Er sieht dann irgendwann so ein großes Gebäude und denkt sich, Moment, vielleicht war das, was sie gesehen hat, ja gar kein Schornstein, sondern ein großes Gebäude. Ach, das war's, genau, ja. Und Conan reitet... auf dem Wachhund. Es ist so dämlich. Ja. Er reitet wirklich auf dem Wachhund. Das ist ein Wachhund und kein Reithund. Aber natürlich, der macht genau das, was Conan will, dass er macht. Er schwitzt übrigens auch. Hunde schwitzen nicht. Ja, also der Hund hat sich von Anfang an super mit Conan verstanden. Und so kamen sie dann halt auch irgendwie drauf. Ja, das ist aber ungewöhnlich. Normalerweise bellt der halt immer, wenn Fremde kommen. Ja, Conan stellt also den Täter. Also er geht dann auch erstmal zu dem Mädchen hin, versucht sie zu befreien, aber wird überrascht. Genau, dann, also er gewinnt noch ein bisschen Zeit, weil der Hund auf den Täter losgeht. Ja. Aber der wird dann irgendwann verscheucht und der Täter hat einen Baseballschläger, mit dem er Conan ordentlich eine zimmert und ihn umbringt. Moment, nein, doch nicht, weil Conan steckt das einfach weg. Nee, er hat ihn mit dem Baseballschläger noch gar nicht geschlagen, er hat ihn weggeschmissen. Also er hat Conan weggeschmissen. Ja, aber Conan kriegt doch irgendwann voll eine mit dem Baseballschläger in den Bauch oder vor die Brust, kann man nicht so genau erkennen. Ja, gut, das kann auch sein. Also Conan versucht auch irgendwie mit seinen Kicks oder er versucht auch den Fußball in sein Gesicht zu kicken, aber er hat halt als kleiner Junge jetzt nicht mehr die Kraft eines 17-jährigen Teenagers. Tja. Und ja, deshalb kann er den Täter jetzt allein nicht aufhalten, das ist jetzt doof. Genau, und dann will er ihn mit dem... Oh, doch, ja, da kriegt er den Baseballschläger sowas von in den Bauch, knallt dann auch nur mit dem Kopf voll gegen die Wand, hat's aber irgendwie überlebt. Ja, also ich würde sagen, das dürfte ihn... Eigentlich hätte ihn das umbringen müssen. Ja, und dann will er nochmal volle Kanne mit dem Baseballschläger auf den Kopf hauen, aber da... Kommt Stahlarm ran ihm zur Hilfe. Stahlarm ran... Ja, die hält den Schläger mit dem Arm auf, wo wir uns dann auch dachten... Warum ist der nicht gebrochen, der Arm? Ja, liebe Kinder, so funktioniert das nicht, es sei denn, ihr heißt Vegeta. Ja, gut.
Naja, aber sie haut dem ordentlich eine rein und haut den um. Und die Kinder, also das Kind kann befreit werden. Juhu! Und der Hund hat währenddessen Kogoro reingeholt. Das ist ein ziemlich cleverer Hund. Das ist nicht nur ein Wachhund und ein Reithund, das ist auch ein Kogoro-Holhund. Ja, der kann viel. Der weiß auch genau, wer Kogoro ist und dass er genau den braucht und niemand anderen. Tja, naja. Also, das Kind erzählt jetzt, was wirklich los war. Es hat sich quasi freiwillig entführen lassen von dem Butler. Hat gesagt, ja, wir planen jetzt eine Entführung. Also eigentlich war sie nur in einem Hotel dann währenddessen. Damit ihr Vater die Firma für den Monat zumacht und zumindest ein bisschen Zeit für sie hat, weil er normalerweise immer so viel arbeitet. Ja, armes Kind. Armes Kind, aber ich finde, das ist so. Es ist einfach so ein lahmer Fall. Tut mir leid. Also, dass es dann noch diesen Twist gab mit, der Fall ist eigentlich aufgeklärt, aber es geht dann doch noch weiter, das war gar nicht so schlecht. Nur es war halt insgesamt ein bisschen lame mit, es ist eine Entführung. Normalerweise geht es halt eigentlich mehr um Mordfälle und sowas. Ja, und ich finde, Conan funktioniert für mich meistens nicht besonders gut, wenn er irgendwie, wenn er einen auf Action macht. Ja. Das Interessante ist, wenn er Fälle, die schon passiert sind, aufklärt und nicht, wenn er jetzt ein Entführungsopfer retten muss. Ja, also gerade wenn es um Action geht, also das kann Conan zwar auch ganz gut irgendwie, aber es ist dann meistens zu krass und zu übertrieben. Ich meine nicht, dass die Fälle an sich nicht auch zu übertrieben wären, aber die Action ist auch sehr übertrieben. Ja, ich find's halt auch cooler, wenn er dann das so ruhig aufklärt und das alles ja erzählt und wenn er halt jetzt nicht selber reinstürmt und irgendwas machen muss. Ja, aber lass ich durchgehen. Wir sind noch am Anfang. Ich weiß, das wird nachher besser. Ja, also man musste sich hier erstmal einpendeln, was man überhaupt machen will für Fälle. So, ja. Kogoro entschließt sich dann, nachdem er gefragt wird, ja klar kann der Junge bei uns wohnen, der bringt Glück. Gott, wird er diese Aussage noch verfluchen. Ja, also er wird später noch sehr genervt von Conan sein, aber jetzt erstmal ist er so, ja, der hat mir beim Fall Glück gebracht, also behalten wir den jetzt erstmal. Ja, und er sagt auch immer seinen Signature-Spruch, gekonnt ist eben gekonnt. Ja. Oh, ich habe noch ein paar Notizen, die ich noch vorlesen möchte zu den Folgen. Einmal, Folge 1 war die einzige Folge mit 2 aufgeklärten Fällen. Denn wir hatten ja noch den am Anfang. Ja, ich sagten wir ja schon, dadurch wird's auch so gerusht. Ja. Dann in der zweiten Folge hält Shinichi auch schon mal seine epische Rede am Anfang der Folge. Die auch in jedem Film am Anfang vorkommt, wo er sich vorstellt und dann unter anderem eben diesen Satz droppt mit ich habe den scharfsinnigen Verstand eines 17-jährigen Teenagers behalten. Ja, genau. Wie viele scharfsinnige 17-Jährige kennt ihr denn? Also wenn ihr jetzt selber 17 seid, nehmt's nicht persönlich. Ihr seid doof. Wir waren auch doof mit 17. Nehmt's nicht persönlich. In 5 Jahren sagt ihr auch, ihr wart doof. Glaubt's mir. Also ich sag mal so, es wäre ja, und bestimmt sagt er das im Japanischen auch noch, okay gewesen, wenn er sagt, ich habe meinen Verstand behalten. Denn er ist natürlich extrem krass klug als 17-Jähriger, aber er sagt halt so, eines 17-jährigen Teenagers, so als wären alle super klug. Also diese Rede ist irgendwie auch so sehr berühmt, die wird man noch oft hören. Und am Ende sagt er dann immer noch, man nennt mich Detektiv Conan. Hier natürlich noch nicht, ja, aber niemand nennt ihn so. Ich wüsste nicht, dass ihn jemals jemand so genannt hat. Ja, denn er muss ja immer verstecken, dass er Detektiv ist. Und alle, die eingeweiht sind, nennen ihn eh nicht Conan. Die nennen ihn Shinichi, genau. Ja. Und er muss ja immer verstecken, dass er Detektiv ist, denn er lässt ja dann immer Kogoro quasi also er tut dann ja so, als hätte Kogoro immer den Fall gelöst, obwohl er ihn löst. Well. Ja, aber ich habe noch was. Shinichi hat auch auf seinem Anrufbeantworter den Satz, ich bin ganz wichtig unterwegs gerade. Ja, ja. Ich sag's ja, Diva. Dann merkt man nochmal sein Ego. Und einmal gibt's auch ein ganz krasses Zitat von Kogoro, er nennt Conan einfach mal Missgeburt. Ja, er nennt ihn im Laufe der Zeit eine Menge Sachen, aber der fängt schon ziemlich krass an. Ja, also das ist schon echt heftig. Aber gut, ja, das waren dann meine Notizen. Ja. Ja, also ich habe ja eigentlich gerade schon gesagt, wie ich diesen Fall fand. Wir werden es dieses Mal nicht so machen, dass wir jetzt Win und Fail oder sowas machen. Ja, es wäre einfach lächerlich, weil es wäre fast immer, wäre Conan der Win und entweder der Täter oder der gerade amtierende Dumbart, Polizist, Detektiv, was auch immer, wäre es
wäre der Fail. Ja, also Kokoro zum Beispiel failt oft oder dass die Polizei irgendwelche Hinweise nicht sieht. Also, ja, da gibt's irgendwie nicht so viele Optionen. Aber wir werden, glaube ich, immer darüber reden, wie wir die Folge so fanden. Ja, ich habe, glaube ich, erwähnt, wie ich die zweite Folge fand. Nicht gut. Also ich hätte nicht drüber gesprochen, wenn sie nicht zum Establishing gehören würde. Ja, ich finde halt auch, das ist einer der schwächeren Fälle. Folge 1 dagegen fand ich ziemlich cool. Klar, natürlich kann man den Fall jetzt nicht so sehr... Ja, aber das ist wenigstens, also der war zwar schnell gelöst und gerusht und alles, aber es war wenigstens ein spektakulärer Mord. Definitiv. Und er ist ja dann auch sehr, sehr ikonisch, dieser Fall. Und es wurde auch trotzdem ganz gut aufgeklärt. Also die Aufklärung ging nicht so gerusht. Nur halt so ein bisschen dieses Spurensuchen, das fehlte. Das war jetzt nicht mit drin. Jo. Ja, und dann hatten wir dann am Anfang noch diesen nicen Einstiegsfall und dann natürlich die Hauptstory, die ja so richtig losgeht. Also das, also Folge 1 war cool, Folge 2, da ist die erste Hälfte cool, wo es noch so etabliert wird, was mit Conan passiert, aber der Fall von Folge 2 war lame. Ja. Schreibt uns doch in die Kommentare, welchen Fall ihr gerne als nächstes von uns auseinandergenommen hättet. Wie gesagt, beschränkt euch dabei bitte auf die ersten 36. Ja. Und wenn das jetzt nicht das erste Video ist, das ihr anschaut, dann postet euren Vorschlag bitte immer unter dem aktuellsten Video dieser Reihe. Ja. Weil sonst geht das alles ein bisschen unter. Genau. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass euch das Projekt gefällt. Wir werden, glaube ich, noch ein bisschen brauchen, bis wir wissen, wie es findet, weil wir vorab produzieren. Genau, die nächsten 1 bis 2 oder sogar noch mehr Fälle werden wir uns einfach irgendwas aussuchen. Und dann gehen wir aber auch irgendwann, sind wir dann so weit, dass wir auf eure Vorschläge eingehen. Ja, also wir haben uns für das Projekt entschieden, weil... also es ist halt jetzt kein Magical Girl Anime. Es ist natürlich extrem anders als das, was wir bisher als Podcast gemacht haben. Aber ich habe halt so die Hoffnung, es ist halt ein sehr bekannter Anime, natürlich viel bekannter als jetzt She-Ra. Und es ist auch ja ein 90er Anime. Also Leute, die Sailor Moon kennen, haben wahrscheinlich zumindest von Conan gehört und kennen es vielleicht ein bisschen. Ne? Deshalb hoffen wir, dass es euch gefällt. Wir dachten uns halt auch, es wird bestimmt sehr lustig, weil wir hier sehr viel verreißen können, wie ihr bestimmt schon gemerkt habt. Also ja, schaltet auch weiterhin fleißig ein, wenn es euch gefällt. Ihr dürft auch sehr gerne immer ein Like oder ein Abo dalassen auf dem Kanal, würde uns auch sehr freuen. Bei Matt, ihr dürft ihr auch immer gerne vorbeischauen, sein Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Was mich noch interessieren würde, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr nach, wenn ihr das Ende vom She-Ra-Podcast gesehen habt, ob ihr jetzt gedacht habt, jetzt kommt Dragon Ball. Ja, wir haben ja irgendwie gesagt, ja, es wird ein Shonen-Anime, er wird lang, also es ist ein langer Shonen-Anime. Und es gibt ja immer diesen Running Gag mit, wir machen einen Dragon Ball-Podcast. Wir könnten aber auch mal... Es gibt keinen Dragon Ball Podcast. Mann, oh. Es kriegen mich keine 10 Pferde dazu, mir so viele Folgen Dragon Ball anzuschauen. Menno. Conan finde ich ja noch eigentlich einen ziemlich coolen Anime. Also ich mag Conan echt gerne, wenn es nur nicht so unfassbar lang wäre. Aber wir machen natürlich, wie gesagt, nicht alle Folgen. Das geht ja auch gar nicht. Also es sei denn, dieser Podcast bekommt jetzt 1 Million Aufrufe, dann lassen wir uns vielleicht breitschlagen, doch alle. Das bezweifle ich doch sehr. Okay. Also ja. Ich bin damit raus. Ciao, ciao. Ja, ciao, bis zum nächsten Mal. Eure Sailor Cat.